Alle Ketten werden gesprengt. Diona entsandte Alexius, um den Hafenmeister bei seinen Aufgaben zu helfen. Dieser war der Meinung, nach ein unangenehmer Geselle, doch er hatte seinen Nutzen. Gut. Das war jetzt ein bisschen komisch, der Satz. Ich habe den auch, glaube ich, gerade ein bisschen blöd ausgesprochen. Deswegen habe ich den auch nicht verstanden. Manchmal passiert das. So, und wir reden mal mit denen. Ich nehme an, du bist der Hafenmeister? Ich sagte doch, ich bezahle, wenn ich bezahlt wurde. Diona schickt mich. Sie sagte, du brauchst Hilfe. Diona? Halt. Wer bist du? Ich gehe ihr nur zur Hand. Sie hat Informationen, die ich brauche. Lügner! Ich wette, du willst sie mehr als diese Informationen, oder? Sag mir einfach, was ich tun soll. Und du glaubst, du kannst es besser als ich? Also, wenn du mich so fragst, ja. Schön. Du willst Diona etwas beweisen, hä? Das Militär macht eine ganze Menge Ärger in letzter Zeit. Sie halten ein paar Söldner, an denen Diona interessiert ist, in dem befestigten Lagerhaus fest. Du sollst sie befreien. Das kann ich tun, aber es wird nicht ganz billig. Wenn du lebend zurückkommst, werde ich dir die Taschen mit Drachmen ausstopfen. Abgemacht. Doch zuerst habe ich ein paar Fragen. Warum sollte ich die Gefangenen befreien? Gefangenenbefreiung klingt nach Verrat. Warum sollte sie das tun? In ihrer Paranoia hat die Hohepriesterin angeordnet, alle Verdächtigen einzusperren. Auch diese Söldner, die sich nur um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert haben. Söldner kümmern sich selten um ihre eigenen Angelegenheiten. Trotzdem, Diona will sie im Kampf gegen ihre Feinde einsetzen. Und lass mich raten, sie kann nur jenen vertrauen, die sich mit Drachmen kaufen lassen. Ganz genau. Aber mir vertraut sie auch. Was bedeutet dir Diona? Bedeutet dir Diona irgendwas? Ich bin ihr Liebhaber. Ach du Scheiße. Und ich werde ihr helfen, ihre Feinde loszuwerden. Das versprach ich ihr im Gegenzug für... Warum erzähle ich dir überhaupt davon? Es ist mir egal, für was du deine Beziehung zu ihr hältst. Sie benutzt dich nur. Ich bin ihre wahre Liebe. Okay, also... Rede dir das ruhig weiter ein. Also, wir merken, Diona ist eine... Ich weiß genug. Für den Anfang. Halt schon mal meine Drachmen bereit. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Falls du also, sie macht das absichtlich mit den Männern. Die wickelt sie um den Fingern, um ihre Sachen da durchzuziehen. Ja, also, finde und befreie die Gefangenen. Die Gefangenen werden in... Ja, jetzt müssen wir wieder suchen. Da müssen wir natürlich die Karte aufmachen. Die Gefangenen werden in der Skandeia-Bucht auf Kythera festgehalten. Jetzt schauen wir mal. Skandeia-Bucht ist hier. Sie sind im Lager der Hafenbehörde auf der Ostseite. Ach, sag bloß da. Ach, da waren wir doch gerade. Ja, das hätten wir ja auch nicht machen dürfen. Mal gucken. Vielleicht sind jetzt trotzdem die Gegner schon tot. Ja, man macht alles doppelt und dreifach, ne? Das habe ich vorhin erwähnt und... Gefunden. Ich mache da wirklich kein Stück besser. Sie ist auf jeden Fall einer, aber ich glaube, die meisten haben mir wirklich schon kalt gemacht, Gott sei Dank. Warum finde ich denn jetzt das hier, ne? Hallo? Da vorne ist er. So, das... Jetzt brauchen wir noch was Drittes. Hier. Da ist er. So, okay. Gut, dann können wir also loslegen. Gehen also erstmal nach rechts. Das Gebiet wird gut bewacht. Ja, das war mal gut bewacht. Lass mich raus. Du bist draußen. Hol mich hier raus, schnell, bevor die Wachen zurückkommen. Hier kommen fast keine Wachen mehr zurück. Ich habe alle kalt gemacht. Schaut doch euch mal ein bisschen um. Also nur noch mal zur Erklärung, falls ihr das jetzt nicht so richtig mitbekommen habt. Ich war hier tatsächlich schon mal, bevor ich hier die Mission angefangen habe. Ich wollte mich hinrichten, aber ich habe nichts getan. So, das war's. Dann kehren wir jetzt zum Hafenmeister zurück. Also das war jetzt wirklich sehr einfach, da wir ja nichts machen mehr mussten. Aber so kann das auch gehen. Ja, und angeblich kann ich jetzt die Drachmen... Oder einen Haufen Drachmen kriegen. Na, da bin ich aber sehr gespannt. Hier sind fliegende Menschen. Seht ihr das? Das Spiel. Es produziert fliegende Menschen.
Und ich sage nur so viel, es wird nicht mehr gepatcht. So viel, wie es aussieht. So, Hafenmeister, bitte Drachmen. Ich möchte Geld, Geld, Geld. Ich habe die Gefangenen aus dem Militärlager befreit. Sie waren zu dritt? Hast du sie alle gerettet? Natürlich. Ja, alle drei in ihrer glatzköpfigen Pracht. Genau. Du bist nützlicher, als du aussiehst. In dem Fall musst du noch eine Sache für Diona tun. Ein Mann muss sterben. Ich bin ganz so. Dionas Feinde haben Truppen auf dem Kytra-Atoll. Sie wollen es als Aufmarschgebiet für ihre Angriffe auf Kythera nutzen. Du sollst dieses Ungeziefer vernichten. Oh, wir können ja mal sagen, das klingt schwierig. Ich soll allein auf eine Insel, auf der es von Feinden nur so wimmelt? Oh, ist diese Aufgabe zu schwer für Dionas neuen Liebling? Pass bloß auf. Genug sinnloses Gerede. Du sollst den dortigen Schiffsführer ausschalten, dann sollten sich seine Männer zerstreuen. Töte sie trotzdem alle. Kannst du das tun? Ja, natürlich. So gut wie erledigt. Was ich wollte jetzt nur ein bisschen sagen? Flunkern, damit er mir vielleicht mehr Geld gibt. Töte den Mann! Okay, also wo versteckt sich der Schiffsführer? Kannst du mir sagen, wo ich den Schiffsführer finden kann? Die Ratte sollte irgendwo beim Schiffswrack vor der Nordküste des Kytra-Atolls sein. Ich habe gemeinsam mit einem kleinen Trupp sein Schiff losgemacht. Aber wir konnten es nicht zu Ende bringen. Er und seine Männer werden auf der Hut sein. Wie komme ich zum Kytra-Atoll? Wie komme ich am schnellsten zum Kytra-Atoll? Segle von der Südspitze Kyteras nach Süden, bis du ein Wrack siehst. Boah. Was kannst du mir über den Kult sagen? Sag mir, was du über den Kult weißt. Welcher Kult? Ist der Schiffsführer kein Kultist? Meinetwegen könnte er auch ein Halbgott sein. Diona sagt, er will sie vernichten, weil sie ihn abwies. Und dass wir erst dann zusammen sein können, wenn ich ihn aus dem Weg räume. Bist du nicht aus demselben Grund hier? Um sie zu gewinnen. Nein, ich bin wegen des Kults hier. Ich bin hier, um den Kult des Kosmos zu zerschlagen. Wem willst du mit diesem Kult was vormachen? Niemand widersteht. Jonas, schau. Und niemand würde sich Jesu nennen. Beschissener Kult des Kosmos. Was auch immer. Also der ist ein bisschen ungebildet. Wir schicken dir einen Berg Drachmen zu deinem Schiff, wenn es erledigt ist. Sehr gut. Geh. Aber wenn es kein Berg ist... Und rede ja nicht nochmal mit Diona. Sonst was? Sonst... geh einfach! Ey, wenn es Kim Berg von Drachmen ist, dann komme ich wieder, ey. Schlitz dich auf! Das war die Quest, alle Ketten werden gesprengt.